Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat der israelischen Armee vorgeworfen, sich an Gewaltakten von Siedlern an Palästinensern im besetzten Westjordanland zu beteiligen. Israel solle diese Gewalt umgehend unterbinden, sagte eine Sprecherin. Die israelischen Behörden müssen weitere Angriffe unterbinden, auch indem sie die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Wer krimineller Handlungen, einschließlich Mord oder anderer ungesetzlicher Tötungen, verdächtigt wird, muss zur Verantwortung gezogen werden, nach einer schnellen, unparteiischen, unabhängigen, effektiven und transparenten Untersuchung und durch ein Gerichtsverfahren, das den internationalen Menschenrechtsstandards entspricht. In der Nähe eines palästinensischen Dorfes war am Wochenende ein 14-jähriger israelischer Teenager tot aufgefunden worden. Die israelische Armee geht davon aus, dass er ermordet wurde. Berichten zufolge wurden seitdem 4 Palästinenser, darunter ein Kind, bei Racheakten getötet. Hunderte Gebäude seien in Brand gesteckt worden.